splish, splash, I was taking a bath. Wenn's um den fahrbaren Untersatz geht, mag man's in Deutschland gern blitz und blank. Wenn eine Person ist sauber, glaube ich, der Auto muss auch sauber sein. Gennaro Di Fenza hat für einen Mann ein eher ungewöhnliches Hobby. Er putzt gern und ausgiebig. Dreimal pro Woche wäscht und wienert der 43-jährige Italiener in einer Kölner Waschstraße sein liebstes Stück. Oft bis zu 4 Stunden. Ist wie eine Frau. Ich liebe mein Auto wie eine Frau. Bundesweit pilgern etwa 500.000 Fans von Voll- und Unterbodenschutz täglich in die Wellness-Tempel für Lackoberflächen. Vor allem im Frühling werden Waschstraßen zum Mekka vieler Autofahrer. Weil die Deutschen so eine Reinigkeitswahn haben. Ich habe heute einen freien Tag und bei dem guten Wetter kann man das ganz gut ausnutzen. Der einzige Ort, an dem wir Männer gerne zum Staubsauger greifen, ist wo? Am Auto, in der Waschstraße. Bei Schaum-, Voll- und Unterbodenwäsche leben Autoliebhaber zwischen Filzbürsten, Heißluftgebläsen und Dampfstrahlern ihren Traum von Sauberkeit. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen Einfach-, Standard- und Premium-Programm. Wir haben jetzt Standard genommen mit Unterbodenwäsche. Was für ein Programm haben Sie hier hinter sich? Das weiß ich, das 10,99 oder was, die ist Premium, nee, nicht Premium, oder die Standard oder weiß ich nicht, wie das jetzt heißt. Kennen Sie sich da aus? Nee, eigentlich nicht. Also ich nehme meistens das etwas bessere, Spezial oder so und denke mir dann, dass ich dann hoffentlich das Auto so weit sauber habe. Splish, splash, I was taking a bath. Bleibt die Frage, wie viel Pflege braucht ein Auto eigentlich? Was ist nötig, was eher schädlich? Wie oft man Auto wäscht, ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung und hängt auch vom persönlichen Geschmack ab. Aber rein technisch betrachtet ist eine sehr häufige Autowäsche sogar schädlich, weil sie den Lack unnötig beansprucht. Sie entfernt dabei ja auch das Konservierungsmittel, den Wachs. Und daher ist häufiges Autowaschen alles andere als gut. Man sollte nach Bedarf waschen und alle 2 oder 3 Jahre die Schutzschicht, die auf dem Lack sich befindet, Hartwachs in der Regel ergänzen oder erneuern. Dann tut man langfristig was für das Auto. Hunderte Pkw bringen Dominik Gries und seine Mitarbeiter täglich im Akkord auf Hochglanz. Ärger mit Kunden gibt es immer dann, wenn nach der Wäsche Beschädigungen festgestellt werden. In der Waschstraße ist mir der Scheibenwischer abgegangen, ist in der Tüte gelandet. Ich habe nach hinten geguckt und habe gedacht, oh Mist, der Scheibenwischer ist weg. In diesem Fall nichts Großes, ein kurzer Handgriff und der Wischer tut's wieder. Tadellos. Im Schnitt sind es schon irgendwo 2 bis 3 Kunden, die täglich, die irgendwo ankommen, irgendwelche Schäden haben. Die Kunden gehen dann rum und gucken in erster Linie, ob das Fahrzeug wirklich sauber geworden ist. Und da fallen dann halt irgendwelche Schäden, Kratzer, Beulen, Dellen im Endeffekt auf. Und die Kunden kennen diese halt nicht. Und ist doch klar, das war die Waschstraße. Glaubt auch Silva Grünberg. Die Radkappe ihres Minivans ist beschädigt. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass das vorher nicht war. Sind sie vor dem Waschgang irgendwie schon mal um das Fahrzeug rumgegangen und haben wirklich gesehen, dass die Felge in Ordnung war? Ich habe das Auto gerade bei meiner Mutter abgeholt, aber ich bin mir sicher, dass das nicht war. Wie ärgerlich ist das? Ja, ziemlich ärgerlich. Also meine Mutter weiß nichts davon, von dem Schaden. Und wenn ich jetzt nach Hause fahre, kriege ich natürlich den Kopf abgerissen. Was denken Sie, wie das passiert sein könnte? Ja, also ich gehe davon aus, dass ich in die Waschanlage reingefahren bin und dann irgendwie durch irgendeine Kante muss der Reifen abgerutscht sein. Problematik in diesem Fall? Die junge Frau kann nicht beweisen, dass sie sich den Schaden in der Waschstraße zugezogen hat. Merke, bei der Autowäsche entsteht ein sogenannter Werkvertrag zwischen Kunde und Waschanlagenbetreiber. Dieser hat als Dienstleister dafür Sorge zu tragen, dass Pkw nicht beschädigt werden. Wird diese Pflicht vorsätzlich oder fahrlässig, beispielsweise durch eine Fehlfunktion von Waschbürsten verletzt, muss der Betreiber für den Schaden haften. Doch da stehen Geschädigte vor einem Problem, weiß Rita Reichert von der Verbraucherzentrale NRW und rät betroffenen Kunden deshalb: Ich muss beweisen, dass der Schaden in der Waschstraße entstanden ist und nicht schon vorher da war. Und das kann ich am besten mit einem Zeugen, der vorher geschaut hat und gesehen hat, der Wagen hatte keine Dellenkratzer und nachdem er aus der Waschanlage rauskam, hatte er die Kratzer. Das ist die beste Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zu beweisen, dass die Waschstraße defekt ist, aber ich habe ja keinerlei technischen Kenntnisse und das werde ich in der Regel nicht beweisen können. Deswegen ist der Zeugenbeweis
Hinweis da immer die beste Methode. Gut ist auch, wenn ich vorher Fotos gemacht habe und dann damit dokumentieren kann, dass dieser Kratzer an der und der Stelle vorher nicht da war. Das ist aber bei Beulen einfacher als bei leichten Kratzern, die man vielleicht vorher auch nicht unbedingt gesehen hat und daher viel schwieriger nachweisen kann, dass die nicht da waren vorher. Der Bruch, der ist definitiv nicht frisch. Wir sehen hier schon, dass sich da im Bruch selber Dreck abgesetzt hat und das geht nicht von jetzt auf gleich. In diesem Fall kann der Betreiber sogar beweisen, dass der Schaden nicht in seiner Waschstraße entstanden ist. Überwachungskameras filmen jedes Auto, das in die Anlage fährt. Wenn wir im Vorwaschbereich an den Fahrzeugen irgendwelche Schäden feststellen, dann gehen wir hin und zeigen diesen Schaden wirklich einmal mit Handzeichen an, so dass wir das wirklich auf Video über Videomaterial haben, um nachher einfach mit dem Kunden vernünftig zu zeigen können, dass da im Vorfeld ein Schaden war, bevor er in die Waschstraße wirklich reingefahren ist. Deutlich zu erkennen, ein Mitarbeiter gibt Handzeichen. Die Radkappe war also schon vor dem Waschgang angebrochen. Der Schaden kann nicht geltend gemacht werden. Übrigens, wer meint, er könne, um möglichen Ärger in der Waschstraße zu vermeiden, seinen PKW zu Hause künftig per Handwäsche reinigen, der sollte wissen: Im Grunde ist es heute fast überall in Deutschland verboten, auf öffentlichen Flächen Auto zu waschen. Auch auf der eigenen Einfahrt oder auf dem eigenen Garagenhof kann das durch die Verträge, die man mit dem Wasserversorger hat, verboten sein. Also man sollte sich auf jeden Fall vorher erkundigen. Wenn man es dennoch tut und erwischt wird, wird das immer teuer. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Wer also nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen will, für den ist die Fahrt zur Waschstraße unumgänglich. Und so werden die Fans von Lack- und Chromschutz auch weiter Stoßstange an Stoßstange stehen, um bei Premium- und Standardwäsche ihr Auto auf Hochglanz bringen zu lassen.